jetzt sitze ich hier mitten in den Bergen. Hier fliegt auch schon eine Drohne rum, nicht meine, aber die fliegt hier auch gleich. Und warum, das zeige ich euch dann, weil es hier, ich bin hier wirklich gerade in so einem Talkessel, kann man sagen. Mitten um mich rum Berge, eine wunderschöne Gegend. Ich zeige euch das mal. Und hier sieht man das. Völlig eingekesselt von Bergen ringsrum. Also schon echt cool hier. Und jetzt machen wir mal das Schwenk. Wie das hier ausschaut. Also ist schon echt richtig nice hier. Also Wahnsinnsausblick. Völlig genial. Einfach mal so random mittendrin im Nirgendwo auf dem Weg zu meinem eigentlichen Spot. Aber richtig schön. Nach dem Feenwald werde ich jetzt mal zu der Nossa Senhora da Serra gehen. Das ist hier wohl so ein kleiner religiöser Ort mitten auf der Hochebene. Da befinde ich mich auch immer noch und wie man sieht, ist hier immer noch alles wolkig. Also irgendwie bin ich immer noch in der Wolke. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, auf der Hochebene, das heißt ziemlich am höchsten Punkt. Und jetzt schauen wir uns die Nossa Senhora mal an. Ja, da sind wir auch schon angekommen. Ja, mitten auf der Hochebene ist hier einfach eine Kultstätte, ein religiöser Ort gemacht worden. Es war 1961 schon, ist dieses Bauwerk hier errichtet worden. Wofür das gut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht wisst ihr das ja und schreibt es mir in die Kommentare. Oder ich recherchiere es nochmal. Dann sage ich es euch, was es damit auf sich hat. Hier hat man übrigens auch noch einen richtig schönen Ausblick, wenn es nicht so trüb wäre. Im Hintergrund sind ein Haufen Windräder. Auch hier auf Madeira wird sehr viel Strom aus regenerierbaren Energien erzeugt. Ja, das nochmal ein kurzer Exkurs dazu.